Löwen, herzlich willkommen zu eurer Botschaft von Erzengel Michael. Ja, wir alle gehen momentan durch eine schwere Zeit, glaube ich. Also dieses Video ist zwar zeitlos, also dieses Video ist auch okay, wenn du das im Juni findest oder wann auch immer. Aber momentan sind wir gerade im Endenergie der Eklipsen, der Finsternissen. Wir hatten eine Mondfinsternis im Skorpion und eine Sonnenfinsternis im Skorpion und eine Mondfinsternis im Stier. Und das sind sehr energetisch sehr, sehr schwere Eklipsen. Und ich dachte mir, wir können jetzt alle ein wenig Geleit und ein wenig Führung brauchen und Erzengel Michael ist der Beste dafür. Das ist mir ein, ja, mein liebster Engel, der mit Rat und Tat zur Seite steht und einfach sehr stark wie ein Fels ist. Und das können wir alle brauchen momentan. Darum bin ich heute ein Kanal für Michael. Und die erste Karte fällt schon heraus. It's time to take action. Liebe Löwen, jetzt ist die Zeit, was ihr euch vorgenommen habt. Ihr könnt das jetzt in die Tat umsetzen. Mit dem Neumond im Stier, mit dem Neumond im Widder. Einfach nur Hörner und es sind immer Stiere. Nein, natürlich der Neumond im Widder. Der Neumond im Widder ist auch immer im März oder April, je nachdem, halt während die Sonne im Sternzeichen Widder steht. Und ja, wir haben natürlich jetzt einfach eine Umbruchstimmung. Ja, es ist durch die Eklipsen wird sich sehr viel verändern. Manche Dinge, die wir auch ja nicht wollen, können sich verändern. Aber ich denke, bei euch ist es so, dass ihr das wollt. Also etwas, worüber ihr schon länger nachgedacht habt, was ihr in die Tat umsetzen wollt. Und was ihr, wovon ihr bisher vielleicht nur geträumt habt oder es geplant habt, jetzt ist die Zeit, in die Aktion zu gehen. Ja, jetzt ist das Timing reif. Ja, ich wusste genau, ich habe sie gesehen und dachte, das ist sie. The end of a tough cycle approaches. Also das Ende eines schwierigen Zyklus ist, ja, ist fast da. Vollmond im Steinbock. Und ja, Zwillinge hatten diese Karte auch. Und das ist nochmal die Bestätigung. Wir haben auch euren Vollmond hier unten am Boden des Decks. Mal schauen, ob ich es scharf bekomme. So, hallo. Ah, wir haben hier Don't let pride get in the way. Also, ne, euren Stolz bitte beiseite lassen. Ihr seid zwar die stolzen Könige der Tiere, aber in dem Falle ist es tatsächlich hinderlich für euch. Also versucht euch tatsächlich eher so in der Kunst des Widders sehr stark fokussiert zu sein auf euer Ziel und sehr viel Energie auf euer Ziel zu investieren. Gar nicht rechts und links schauen. Es ist fast da, ja, also wir haben hier den Vollmond im Steinbock, also es bedeutet, die Lösung ist fast da. Das Ergebnis, was ihr haben wollt, ist fast da. Wir müssen hier noch ein bisschen Action reinstecken, ein bisschen Action reinstecken, ein bisschen machen. Und wirklich, ne, eben Widder, die können das wahnsinnig gut. Wenn die ein Ziel haben, dann machen die Hörner runter und aufs Ziel. Und das ist momentan das, wie ihr die Sache angehen sollt. Wirklich aufs Ziel fokussieren und losgehen und nicht nach rechts und links schauen. Quasi Scheuklappen. Ihr braucht momentan Scheuklappen. Und eben, ihr dürft beruhigt sein. Also gerade wenn es schwierig war, vielleicht habt ihr auch schon länger auf etwas hingearbeitet, vielleicht habt ihr tatsächlich schon Arbeit dort reingesteckt, aber es will nicht vom Fleck kommen, beispielsweise ein Startup oder ähnliches, dass ihr schon ja, auf Kundenakquise gegangen seid, dass ihr ja, dass ihr versucht, etwas wirklich
ja, vom, also oft vom Boden zu kriegen. Aber jetzt ist die Zeit. Jetzt wirklich noch die letzte Aktion reinstecken, nur fokussieren und dann wird das funktionieren, dann wird das klappen, okay? Wir haben Guardian Angel, also den Schutzengel. Ihr seid beschützt. Also besonders, wenn es um Finanzen geht, höre ich. Finanziell, auch wenn ihr denkt, uff, das wird knapp. Ihr werdet zurechtkommen. Ihr seid beschützt. Dann haben wir Learning Experience, ja. Also dieses, dieses Projekt, was ihr hier habt oder was auch immer das ist, das kann auch in anderen Richtungen, das ist natürlich immer nur ein Beispiel, ich kann leider nicht alles sehen, aber es, dieses Projekt oder was ihr auch immer hier macht, das ist für euch tatsächlich eine Lernerfahrung, ja. Also es kann sogar sein, dass ihr etwas aufgeben müsst, um etwas Neues hier auferstehen zu lassen, ja. Also möglicherweise hattet ihr schon eine Firma, auch bleiben wir bei dem Firmenbeispiel, und ihr habt euer Bestes gegeben, aber es hat nicht geklappt. Und ihr würdet es gerne nochmal versuchen oder mit, ich sag mal, mit einigen Änderungen habt ihr euch etwas Neues überlegt und dieses Mal wird es klappen, denn dieses, ja, dieser Failure, dieser, ja, man kann nicht sagen, es ist Versagen, es ist halt einfach ein Misserfolg, ja. Dieser Misserfolg war eine Lernerfahrung für euch, um euch zu stärken und dann für den Erfolg vorzubereiten. Und dann haben wir Power and Intention, also Kraft und Intention, im Grunde genau das, was wir hier mit dem Widder haben, genau das ist das. Wir haben auch am Boden des Decks Yes, also ja, wage dich noch ein letztes Mal und es wird gelingen, denn wir haben hier einfach Kraft und Intention und das repräsentiert auch der Widder. Also hier wirklich Energie reinstecken, noch die letzten Energiereserven locker machen, in euer Vorhaben stecken und Fokus. Fokus ist wirklich wichtig, da wir hier den Widder, den ich auch so gesehen habe, ne? Ich habe wirklich gesehen, wie ein Widder, also ein echter Widderbock, seinen Kopf senkt und auf den anderen Widder so losgeht mit dem Kopf. Und das ist genau das, was ihr tun müsst. Jetzt nicht im realen Sinne, also bitte niemanden eine Kopfnuss verpassen oder so, aber im übertragenen Sinne, ne? Also wirklich Ziel anfokussieren und dann drauf mit voller Pulle. Und ja, ich glaube, das ist momentan so, so wichtig. Die restlichen Energie, wirklich alles bündeln, wie eine, ja, ich weiß auch nicht, wie so ein, kennt ihr die noch, diese Katapulte, die man so früher gebaut hat und dann hat man so Papierkügelchen gebaut und im Grunde genau das, also ihr zieht, ne, so lange bis das Gummi gespannt ist und dann lasst ihr erst los und dann hat das diese volle Power und da müsst ihr momentan hinarbeiten, ne, wirklich die Energiereserven bündeln. Und auf eine Stelle fokussieren, dann wird es klappen. Es wird klappen. Ja, oh mein Gott, wir haben die Bestätigung, die Sonne. Also hier auf jeden Fall, ne, das Vorhaben, was ihr im Kopf habt, was ihr plant, was ihr noch nicht in die Tat umgesetzt habt, das wird klappen. Das wird erfolgreich, das strahlt. Außerdem ist das eure Karte hier, ne? Also Löwe. Sonne repräsentiert Löwe, also bombig, einfach bombig. Wir haben hier auch Horus auf der Götterbarke. Ja, wir haben die 3 der Schwerter und die 2 der Kelche. Auch eine gute Zeit, um, sollte es beispielsweise um eine Paarverbindung gehen, auch jetzt eine richtig gute Zeit, um die wieder einzurenken, diese Beziehung, wenn sie ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, wenn da nicht mehr so viel Verbindung ist, wenn da ein bisschen Schmerz war, wenn da Verletzungen sind. Jetzt auch eine gute Zeit, beispielsweise eine Paartherapie zu beginnen. Aber auch, wenn wir im Bereich
Beruf bleiben auch gut für Partnerschaften, also für berufliche Partnerschaften, weil das möglicherweise potenzieren kann. Wir haben die Königin der Stäbe, auch wieder ein Feuerzeichen, eine Repräsentation vom Löwen. Und die Königin, es kann auch tatsächlich ein attraktives Counterpart sein. Also jemand, wenn es hier vielleicht auch um Beziehungen geht, es kann sein, dass euch jemand über den Weg läuft, ja, Deutsch ist eine schwere Sprache, wenn euch jemand über den Weg läuft, den ihr attraktiv findet, auch perfekt, also besonders wenn ihr Verletzungen hinter euch habt, die letzten Beziehungen euch sehr stark verletzt haben, jetzt ist diese Person, kann die richtige Person für euch sein, ein Lebenspartner. Die Königin der Stäbe ist sehr intuitiv, wunderschön, ist die schönste Königin, zumindest äußerlich attraktiv, aber auch sehr selbstbewusst und selbstbestimmt. Und gerade wenn ihr sagt, ich hatte früher immer Partner, die sich auf mich gestützt haben, dieser Partner oder diese Partnerin ist anders, diese Person ist ein Gegenstück, ein Gleiches, okay? Dann haben wir den Ritter der Stäbe und Ass der Münzen. Also hier, ich finde, ich würde das gar nicht mal so als die, ne, ein Liebesding sehe ich die ja oft so als Fuckboy und nicht so sonderlich erstrebenswert, aber das sehe ich momentan hier gar nicht, sondern ich beziehe das jetzt tatsächlich wieder auf den Widder. Ich finde, der Ritter, der Stäbe und der Widder, die sind sehr ähnlich in der Energie, ne? Sehr feurig, leidenschaftlich, schnell, vielleicht schnell auch wieder weg, aber es geht hier tatsächlich um das Momentum, was hier gerade aufgebaut wird von dir. Und wir haben hier ein Resultat, also jetzt Energie in etwas hineinzustecken, bringt Resultate. Und zwar Resultate, die wachsen können. Hier, das ist fruchtbar, ne? Mit dieser Ranke, wir sehen, das kann wachsen. Das ist nicht tot, das ist neues Leben. Okay, also jetzt die Energie in etwas investieren, bringt euch in großen Schritten weiter. Und ich meine jetzt nicht unbedingt Geld, obwohl das auch sein könnte. Also wenn ihr etwas Lukratives an der Hand habt und ihr investiert, dann ist jetzt, glaube ich, ein guter Zeitpunkt für euch. Aber auch eben Energie investieren. Also Kopf runter, Ziel anfokussieren und volle Pulle drauf. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, das hat euch etwas geholfen, hat euch weitergebracht. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da, einen lieben Kommentar. Ich lese das immer gerne und es hilft. Und natürlich ein Abo, damit ihr nichts mehr verpasst. Wenn ihr mich und meine Arbeit darüber hinaus unterstützen wollt, könnt ihr das mit kleinen Geldbeträgen, beispielsweise das Super Thanks, das kleine Herz unter diesem Video oder einen Kaffee bei Ko-fi. Ihr könnt auch, wenn ihr sagt, ich möchte gerne den Kanal unterstützen, könnt ihr mal bei Amazon schauen, ob euch da etwas interessiert. Und ja, ich sage schon mal Danke für alle, die auch schon etwas gegeben haben, für alle, die immer wieder kommen und mich unterstützen, auch für die, die nichts sagen. Und ja, ich freue mich, dass ihr da seid und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin, ciao!